In diesem Video geht es wieder um potenzielle Irrwege in der Spiritualität. Und es kann für jeden interessant sein, wenn du merkst, dass du irgendwie im Leben gerade festsitzt, stecken bleibst, dass sich Blockaden immer wieder zeigen. Und vielleicht hast du schon vieles versucht, aber irgendwie ja, fühlt es sich nicht wirklich gelöst an. Die letzten 14 Tage hatte ich wirklich ganz auffallend viele Menschen in meiner Praxis, die schon viele spirituelle Praktiken gemacht haben, aber eigentlich im Kern gar nicht verstanden haben, von wo ihre Blockaden kommen und es sich auch immer nur so zeitweilig Sachen gelöst haben. Vielleicht wurden ein paar Ressourcen gefunden, aber so wirklich, wirklich befriedigend war es nicht. Nein, im Gegenteil, sogar so, dass gewisse Konzepte den heutigen freien Fluss des Verbundenseins mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen total blockiert und verhindert. Ja, so Ideen wie, du sollst nicht urteilen, du darfst ja nicht zeigen, was in dir ist, so wird es natürlich nicht genau gesagt, sondern gesagt ist, du bist eigentlich Liebe und du musst Liebe spüren oder wir sind alle eins. Und das funktioniert eben nicht, wenn es darum geht, wenn gewisse Bedürfnisräume und die dazugehörigen Emotionen schon seit der Kindheit unterdrückt wurden. Ich nehme ein Beispiel, Wut und Aggression. Wenn Wut und Aggression, was zum Bedürfnis von Freiheit und Autonomie gehört, wenn das seit der Kindheit unterdrückt wird und wir uns dann, und so oft passiert das, von Spiritualität angezogen fühlen, weil es dort geht, um auch nicht in Konflikt zu kommen. Es geht dort auch darum, dass wir Liebe spüren. Ich habe jahrelang solche Retreats auch besucht, dass ich noch mehr Liebe spüre, dass ich merke, ich bin doch ein guter Mensch und ich spüre die Liebe der anderen. Und das ist ja, bis zu einem gewissen Punkt kann das ja total okay sein. Das Problem war dabei aber, dass das Gefühl von Aggression, Wut, Abgrenzung überhaupt gar nie Platz hatte. Es wurde sogar wieder verdrängt. Das heißt, das, was seit der Kindheit bei vielen Menschen verdrängt ist, nämlich die natürliche Aggression, das heißt die Abgrenzungskraft und auch diese Klarheit, ich darf meinen eigenen Weg gehen. Ich bin so wertvoll und ich darf Nein sagen. Ich darf existieren. Und wenn das unterdrückt ist, und wir dann einen Weg suchen in das All-Eins-Sein, dann erleben wir genau nicht das, was wir brauchen, sondern es ist einfach die Kompensation, die weitergeht und das unterdrückte Gefühl mit dem dazugehörigen Bedürfnis ist halt immer noch unterdrückt. Da verändert sich einfach in der Tiefe gar nichts. Im Gegenteil, da wird sogar noch ein Konzept rübergestülpt, urteile nicht. Ah, du hast jetzt so viel Liebe gespürt, jetzt spürst du Wut oder du merkst es gar nicht mehr. Dann sagst du, das darf ja gar nicht sein, ich muss noch mehr an mir arbeiten, ich fühle jetzt Wut. Und so kommt ein ganz komischer Cocktail zusammen, das Unterbewusstsein spürt etwas, bringt was in so Ausdruck und das Bewusstsein kämpft die ganze Zeit dagegen an und man will ein guter Mensch, ein besserer Mensch, ein entwickelter Mensch, ein Mensch voller Liebe und Frieden sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, merkt man ja, aber irgendwo, irgendetwas passt da nicht zusammen. Und das ist eben dann wirklich sehr, sehr, sehr schade, weil es kommt genauso aus der Liebe, wenn wir es jetzt so anschauen wollen, unsere Aggression und Abgrenzungskraft. Natürlich geht es nicht darum, dass wir mit dieser Kraft dann auf andere einwirken im Sinn von Angriff, von Ausagieren. Aber es geht darum, das ist wie ein messerscharfes Schwert, das einfach in seiner Klarheit ist. Und wenn wir diese Energie in uns integrieren und ganz klar in unseren Grenzen sind, dann hat das auch eine Wirkung aufs Universum. Und wir werden auch vom Universum in diese Klarheit gehört. Und das, wenn wir so neblig sind und so unklar, ja vielleicht, eventuell, ja, dann haben wir lauter Situationen mit Menschen, die so, naja, neblig sind halt. Meistens hat das damit zu tun, dass als Kind einfach gemerkt wurde, ich muss mich zuerst um die anderen kümmern, da sind bedürftige Menschen um uns herum, die nicht zu sich schauen können auf gewissen Ebenen oder nicht zu uns. Und deshalb
muss man zuerst mal die Scheinwerfen gegen außen richten, schauen, was braucht der andere, bevor wir schauen dürfen, was brauche ich. Und das führt total zu, eigentlich zu einer Katastrophe, weil das wird sich wiederholen, 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 bis man gar nicht mehr spürt, was man selber braucht im Kontakt mit dem anderen. Und ja, da gibt es diverse Probleme, die daraus resultieren. Und dann macht es eben keinen Sinn, diese Liebe nur zu spüren. Dann geht es einfach darum, hey, da ist ja Wut da. Ich darf ein eigenständiges Wesen sein. Ich existiere. Ich bin in meiner Kraft. Ich habe andere Gedanken. Ich habe andere Ideen. Und werde dafür nicht verlassen oder ausgegrenzt. Beziehungsweise als Erwachsener, naja, ist das nicht mehr eine Lebensgefahr oder angegriffen. Also das ist ganz essentiell, dass wir das integrieren und lernen. Und eben ganz viele Menschen, die spirituelle Praktiken, also nicht nur, aber machen, wollen genau diese Energie nicht spüren und immer nur die Liebe spüren und diesen Kontakt. Und das ist auch, dieser Kontakt fühlt sich dann wie richtig an. Das ist ja das Verrückte. Es ist so wie Verschmelzen mit der Umwelt, immer gerade so. Ja, und das heißt eigentlich, ich erzähle nicht, was mit mir passiert, sondern ich gehe gerade so in Kontakt, ich verschwinde im Kontakt und dann fühlt es sich richtig an. Aber das ist eine Kompensation. Das fühlt sich vielleicht an wie Liebe, weil das die Bindungserfahrung hier auf Erden war, Beziehungserfahrung hier auf Erden war, von klein an. Das hat aber nichts mit Liebe zu tun. Das ist eine reine Kompensation. Natürlich können wir auch anderes kompensieren, indem wir uns abschneiden. Aber das war jetzt einfach ein Beispiel von etwas, das ich ganz viel sehe und das ich auch gut kenne. Und ja, da gibt es Wege raus, aber nicht eben in diese Richtung. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es noch die andere Sache, wo spirituelle Methoden gefährlich sein können, ist, wenn zu wenig Stabilität da ist. Dann macht es eben keinen Sinn, auch wenn, das wird auch in Therapien gesagt, ja, spüre es bis zum Ende, du musst in dieses Gefühl rein, geh richtig rein. Und das Problem ist, wenn jemand zu wenig Stabilität erfahren hat, dann ist das höchst bedrohlich und wird nie zu einer Lösung führen. Dann braucht es eher auf der Überlebensebene, also dass man wie ja, weggehen kann, Distanz schaffen kann, verschiedene Sachen, das muss man dann immer anschauen, was das dann braucht, aber etwas, das Stabilität gibt zuerst mal. Also das kann eben sein, mit dem Körper Sachen zu machen, das kann sein, verschiedene Sachen auszudrücken, aber einfach eine Erfahrung machen, dass man zum Beispiel weggehen kann oder eine Erfahrung machen, dass letztendlich, um das geht es bei allem, dass eben Kontakt sicher ist. Also dort geht es natürlich ganz massiv, um zuerst mal eine Sicherheitserfahrung zu machen. Und das wäre das ganz schlimm, wenn man da direkt mit einem Ayahuasca-Retreat, also mit der Ayahuasca-Medizin dort reinhaut und den Menschen einfach so richtig voll ins Gefühl reinlaufen lässt. Und ja, das ist einfach ganz wichtig, diese Sachen unterscheiden zu können. Und also einerseits nicht kompensieren mit welchen, ich darf nicht urteilen, ich darf das nicht und innen drin brodelt's. Und andererseits natürlich, wenn man merkt, ich bin überhaupt gar nicht stabil, ich im Kontakt, da wird mir nur schwindelig oder ich muss mich an jemanden festhalten quasi, dann macht das einfach solche extremen Sachen keinen Sinn. Und was ich in meiner Begleitung mache, ist einfach schrittweise oder schnell, je nachdem, uns einfach mit der Realität in Verbindung zu bringen. Und das klingt einfach, ist dann für uns anscheinend schwierig, weil wir so einen Vergangenheitsfilm über heute stülpen. Und wenn wir aber merken, dass die Realität von heute gar nicht mehr gefährlich ist im Kontakt, im direkten Kontakt mit den Menschen, dann bilden sich neuronale Netzwerke in uns durch eine neue Erfahrung, eine neue, sichere Bindungserfahrung, Stichwort Polyvagaltheorie, für die das kennen, aber das ist dann die traumatherapeutische Arbeit. Und das ist, in meinen Augen sind das so die, ja, das die Wurzel, der Sockel, das Fundament.
Und das müssen wir uns zuerst kümmern, bevor wir in dieses Einssein reingehen und so, weil von dort kommen wir, das ist ganz klar. Es geht auch nicht darum, um falsch, es geht nur darum, um das Richtige im richtigen Moment zu tun, dass es uns wirklich unterstützt und dass es uns hilft in den täglichen Beziehungen, im Leben, weil es auch in der Materie drin, sonst bringt das alles nichts, ne, wenn es uns wegbringt. Und ich kann auch sagen, in der Tiefe sind wir alle Meister darin, Nähe zu vermeiden. Ja, es geht einfach um Nähe und von Mensch zu Mensch letztendlich. Und wenn wir das wieder hinkriegen, und das können wir über Kommunikation, dann löst sich alles auf. Also alles, was nicht dazugehört, alles, was falsch ist, alles, was zur Unwahrheit gehört, wird dann aufgelöst. Es braucht ein bisschen Mut. Aber vielleicht nicht so, wie man denkt, sondern eher einfach dorthin zu schauen und zu sehen, was für ein komischer Film in uns läuft. Und wie gesagt, ich würde da nicht mit neuen Konzepten kommen und neuen Ideen kommen von, was man nicht darf oder geboten, was man darf und nicht darf, sondern was passiert im echten Kontakt zwischen zwei Menschen. Eigentlich etwas Offensichtliches, aber es wurde uns nie so gezeigt. Niemand hat uns das gelernt und fast niemand merkt es, dass wir eigentlich am meisten auf menschlichen Kontakt reagieren und nicht auf die Wirtschaftslage oder was irgendwo 30.000 Kilometer von uns passiert, sondern was passiert im direkten Kontakt mit meiner nächsten, also nahe nächsten Umgebung. Das müsste uns interessieren und ja, ich hoffe, dich, euch mit diesem Video ein bisschen inspiriert zu haben. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, auch gerne einen Kommentar zum Video machen und ja, für eine Menschheit in Frieden und in echten Kontakt.